Gerechtigkeit ist heute in aller Munde und bestimmt die politischen Debatten der letzten Jahre. So wird soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft angemahnt aufgrund der Beobachtung, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Mit Verweis auf die Generationengerechtigkeit wird eine Debatte über die Zukunft des Rentensystems geführt. Was als gerecht gilt und was nicht, kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Dies sorgt mitunter für Verwirrung in den laufenden Debatten. Wann kann eine Gesellschaft als gerecht bezeichnet werden? Ist der Gerechtigkeit bereits Genüge getan, wenn für gleiche Bildungschancen gesorgt wird? Oder ist Gerechtigkeit erst dann erreicht, wenn es keine Lohnunterschiede mehr zwischen den Menschen gibt und alle gleich viel besitzen? Was ist das entscheidende Kriterium für das Ausmaß an Gerechtigkeit in einer Gesellschaft? Tatsächlich gibt es auf diese Fragen sehr unterschiedliche Antworten. Denn Gerechtigkeit kann sehr verschieden verstanden werden. Mitunter gibt es sogar widersprüchliche Interpretationen. Es lohnt sich daher, sich näher mit den verschiedenen Formen von Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Im Evangelium wird bezeugt, dass die Grundhaltung von Josef die Gerechtigkeit war. Eine Haltung, die in der späteren Verkündigung Jesu ganz zentral wurde. Es gibt zwei Arten der Gerechtigkeit. Die ausgleichende Gerechtigkeit, die alles andere als barmherzig sein kann. Es geht hier um die Einstellung, wie du mir, so ich dir. Zuteilende Gerechtigkeit, die bemüht ist, jedem Menschen das zu geben, was er braucht, und ihm so gerecht zu werden. Die Bibel beschreibt Josef im Grunde nur mit einem einzigen Wort. Josef war gerecht. Gerecht ist ein Mensch, der in jeder Beziehung das ist und das tut, was man von ihm erwarten kann, Gott und den Menschen gegenüber. Heiliger Josef, hilf uns, den Willen Gottes zu erfüllen, seinem Wesen treu zu sein, Gott im Entscheidungsfall alles unterzuordnen. Jesus ist bei Josef in die Schule gegangen. Dort hat er das gelernt, was er später als größere Gerechtigkeit verkünden wird. Gehen auch wir in diese Schule.